Springe mehrfach im Flug. Ja. Eine Pistazie, das muss sein. Die schmecken so lecker. Übrigens, wie unhöflich von mir. Ich lege auch ganz viele Pistazien in den Kommentarbereich ab. Bedient euch, bedient euch, bedient euch. Ich habe ja auch noch Kräuterlikör. Nicht Likör, Limonade. Likör habe ich hier zu Hause bestimmt auch noch irgendwo, aber nicht Kräuterlikör hier gerade. Ich habe hier Kräuterlimonade. So, hier runter. Abkürzung. Nein. Falsche Richtung alles. Abkürzung. Juhu. Noch eine Abkürzung. Wie die sich immer rumdreht dabei. Wir haben über 1000 Zähne. Hallo, wer bist du denn? Ach so, stimmt ja. Dann wirf mal. So, jetzt kann ich dir auf die Mütze geben. Na und ausweichen. Wie jedes Mal. Ach, je. Komm. Ist auch immer das Gleiche mit dir. Nimm Feuerball. Los. Du hast eins deiner drei Gesichter verloren. Ist nicht schlimm. Hier, hast noch eins weniger. Stört dich doch nicht. Und das letzte Gesicht hast du auch verloren. So. Easy Mode. So viel zum Thema Easy Mode. Holla. Also so Easy Mode war der Easy Mode gar nicht. Okay, dann muss ich ein bisschen Distanz aufbauen. Trotzdem. Na, verliere doch endlich dein Kleid. Knack, 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 knack. Sehr gut. Oh, das tut uns allen so leid. Ja, immer ganz traurige Poppenmädchen. Alter! Kamera! Mein Gott! Diese Kamera! Also zwischendurch hat die Kamera mich ja nicht wirklich gestört. Alles kaputt machen. So. Nein, biestige Babys. Biestige Babys. Ausweichen. Irgendwann drehen sie von alleine ab. Wasser. So, einer weniger. Ja, die perfekte Technik. Und ausweichen. So. Und das war's mit dem jetzt auch gewesen. Los. Danke. So. Kleid kaputt. Immer so spannend zu kommentieren, diese Dinger. Poppenmädchen. Ich werde euch alle vernichten. Und wir wissen immer noch nicht, was es wirklich mit der Zahl 666 auf sich hat, die hier genutzt wurde. Autsch. Blöpp. Auf den Popo. Popo klatschen. Popo kattelpetel. Ja. Sehr schön. Nehmt euch Pistazien. Nehmt euch Kräuterlimonade. Nehmt euch. Ach du Scheiße. Das sieht ja auch... Oh mein Gott. Okay. Sehr nett. Sehr nett. Da war jemand kreativ. Und hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Dann geht's hier nur noch das Stückchen rein. Wo auch immer das hinführen wird. So, und... Oh, eine Tür. Aber hatten wir in diesem Kapitel nicht schon eine Tür? Eine Tür. Was zeigst du uns, Türe? Zeig uns die Wahrheit.
Zeig uns, was geschah. Los. Die Wahrheit. Bringe ans Licht. Ohne zu ruckeln am besten. Bambi, die Sau, legt Feuer im Haus. Ich spielte eine Rolle beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Ein Student? Okay. Den Schlüssel, den wir auch im Ladevorgang ständig sehen. Das ist der Schlüssel zu Lizzys Zimmer. Zur Schwester von Alice. Aber die Schwester war doch unversehrt, wurde doch gesagt. Und welche Rolle spielte Alice genau? Was hatte Bambi vor? Dieser miese Drecksack. Was hat nur geplant? Was hat vor? Oh, ich glaube, ich habe den Zug gefunden. Au, oh, Baby, eine riesige Kathedrale. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Es tut mir leid, dass ich zwischendurch mal den Vater in Verdacht hatte. Was ist das für ein Ding? Warum macht der Zug gerade hier Halt? Puppen, Puppen, Puppen. Hierher, Püppchen. Hierher, Püppchen. Ja, wer erkennt die Referenz? Na, der Film ist eigentlich schon sehr bekannt, dass man die erkennt. Oh mein Gott. So ein kurzer Abschnitt. Was? Okay. Jetzt sind wir wieder hier drin. Dip, dip. Oh oh. Eine einzig riesige Puppenarmee. So, kann ich dich so abschießen? Na, du bewegst dich zu viel, ist ja klar. Blöp. Treffer. Und tot. Da kommen viele an. Sehr viele. Blöp. Blöp. Oh, hi there. Have a good daytime. Oh, wie viele gibt's von euch? Was? Ah. So, weg. Geh weg. Mag dich nicht. Und wieder kann ich hier nicht vorbei. Das macht keinen Sinn. Ach komm. Danke. Ah, eine Produktion von Puppen. Jemand versucht, eine Armee aufzubauen. Eine Armee wofür? Eine Puppenarmee. Und da will ich hin. Das heißt, ich muss hier nach links. Eindeutig. Dann mache ich das. Ah ne, hier muss ich kleiner werden. Das muss ich nicht kaputt machen. Schubdidubdidu, eine weitere Erinnerung von daheim. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Au. Au. Ich habe mich nicht verletzt. Aber meine Vermutung nimmt schon wieder mehr Gestalt an. Oh. Böse. Böse, böse, böse. Ah, so langsam wird mir, glaube ich, auch klar, warum Bambi will, dass sie dann auch alles vergisst. Okay, er will, dass sie diesen kompletten Vorfall vergisst, damit sie wahrscheinlich auch nichts weiter erzählen kann
Oder vielleicht damit sie selbst auch nicht weiter drunter leidet. Oder auch Lizzie, ihre Schwester. Na, wunderbar. Alter. 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 Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend, lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizin des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder, du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie, mein Geist, der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Scumbag! Okay. Okay. Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Scumbag, aber von der übelsten Sorte. Wow. Was läuft hier? Nummer 8. Okay. Maschinengemachte Korsetts. Ja, das haben wir, glaube ich, vorher auch schon mal gesehen. Willkommen zurück in der Realität. Dr. Bambi. Ein Arschloch. Houndstitch Home. Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Inhaber Dr. Angus Bambi. Alter. Meine... What? Okay, wir sind nicht so ganz in der Realität. Ja, hätte mir wahrscheinlich auch auffallen sollen, wenn ich hier die Kinder sehe. Die alle Zahl... jedes Kind trägt eine Zahl um sich. Das ist Nummer 2. Zahlen. Warum eigentlich Zahlen? Ganz zu Anfang des Spiels haben wir das ja auch gesehen, dass die Kinder, glaube ich, auch da schon Zahlen trugen. Das heißt, es sind gar keine Menschen, die eine Identität haben, sondern einfach Zahlen zugeordnet werden, was auch immer die Zahlen bedeuten. Ist das ein Leistungsgrad? Weil manche haben ja auch, also manche Zahlen sind mehrmals in Benutzung. Hat das etwas mit dem Verhalten zu tun, um die zu kategorisieren? Alter Schwede, Bambi ist ein echtes Arschloch. Wo geht's hier runter? Oh. Hier sind Bänke. Wieder die maschinengemachten Korsetts. Sollte Alice solche Korsetts auch tragen? Naja, sie hat eigentlich ja schon so eine ziemlich... enge Taille, dass sie das überhaupt nicht bräuchte. Oder trägt sie gerade jetzt eins? Maybe. Die sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen.
Wie viele Psychen haben Sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Oh, dieser Bambi. Sehr schön, dass sie sich befreien konnte. Und hoffentlich können wir den Zug jetzt auch mal in die richtige Richtung steuern, um die Verteidigung komplett zu machen. Infernalischer Zug. Das sieht aus wie Kapitel 6. Das war der kürzeste Kapitelübergang, den wir bisher hatten. Und ich finde damit auch der flüssigste. Ja, ich werde keinen Cut machen. Nein, ich werde das jetzt bis zum Ende durchspielen. Yeah! Highway to Hell im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt geht's ab. Jetzt schauen wir mal, wo es lang geht. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzler. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Strafe? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Jetzt kommt aber alles zusammen. Naja. Alice soll noch mehr leiden? Hell, ich glaube nicht. Ich glaube, Bambi sollte jetzt mal leiden. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt, wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein, arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Da bleibt mir wenig Zeit zum Kommentieren. Okay. Die Königin, das habe ich irgendwie auch falsch verstanden. Das war nicht ein früheres Ich von Alice oder ein anderes Ich, sondern es war Lizzie. Oh. Okay, jetzt hat wohl auch der letzte Depp das verstanden. Unter anderem auch ein Ari. Okay. Sorry. Aber hei. Ein infernalischer Zug. Jetzt zum Ende kommt die ganze Story ins Rollen. Mit dem Zug im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott. Der Verfall. Der Verfall treibt den Zug an. Oder nicht?
Was ist das genau für ein Zug? Und wohin fährt der? Das wissen wir immer noch nicht.